Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 31. August 2021 auf dem Weg nach Playa de Ingles. Ja, und hier draußen sieht man, es hat sich was verändert, nämlich unser Wetter, aber natürlich nicht insgesamt, sondern hier mit Blick in den Bergen sieht man dunkle Wolken und hinter mir zurückliegend strahlend blauer Himmel. Ja, und hier hinter dem Riesenrad, da ist eine richtige Suppe, aber wir machen es natürlich so, wir fahren der Sonne entgegen, ganz einfach. Darauf aufmerksam möchte ich natürlich noch mal machen auf die Gegebenheiten, auf das Besondere jetzt heute hier. Wir haben ja den letzten Tag im Monat und jetzt kommen andere Wellen am Strand und die aufmerksamen Beobachter können das auch sehen oder auch hören. Ich habe ja darüber berichtet, über die Erdarbeiten, und für viele war das vielleicht neu. Ich werde morgen noch mal was darüber sagen, morgen früh am Strand. Dann heute jährt sich der Todestag von Piet Sasse, derjenige, der das Wort die Düne 43 kreiert hat, der den Radiosender hat und ja, vor 9 Jahren dann eben hier verstorben ist, am 31. August. Ich habe ihn sehr gut gekannt, schon vor der Radiozeit. Und er war ja früher beschäftigt im Werbeatelier Sterntaler, so hieß das Werbeatelier in San Fernando. So, und von hier oben hat man natürlich den besten Überblick hier über Campo Internacional, Maspalomas Meloneras. Ihr seht genau hier, wo die Wolkendecke, wo sie anfängt. Mal kurz einen Schwenk hier entlang, das ist also nur dieser Teil hier. Es ist gleich 17 Uhr. -28 Grad haben wir noch, also kein Grund zur Besorgnis. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Sonne auch mal ein bisschen weg ist. So, unser Blick wieder hier über den See vom Golfplatz. So, und weiter geht's. So, und da vorne Richtung Rio Palace, da ist auch wieder Sonnenschein. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch mal die Wetterdaten von den anderen Jahren einfach mal ansehen. Man kann in die Suchleiste beim Wetterkanal reingeben, Wetter zum Beispiel 30. oder 31. 08 19 und dann kriegt man das Wetter aus dem Jahr 1900 oder 2019, nicht 1919. So, und ihr seht, wunderschönes Wetter. So, und da kommen sie wieder an, beziehungsweise sie fahren wieder ab, die Touristen hier mit den TUI-Bussen. Ja, für die einen ist der Urlaub schon wieder dann zu Ende. Wir schauen mal ganz kurz heute hier auf das Wettergeschehen. Ja, natürlich nicht, sondern hier auf die Dünenlandschaft.
ja, immer wieder ein schönes Erlebnis, hier durchzugehen, die Atmosphäre vom Hotel einzuatmen hier und dann natürlich der traumhafte Blick. Ja, hier ein gewohnt schönes Bild, die Dünen von Maspalomas. Man sieht auch vorne am Meer keine Schaumbildung auf dem Meer, aber eine große, schöne Welle, so wie heute Morgen auch. Ja, und jetzt kommt die Sonne auch wieder richtig durch. Ja, das ist die Realität am heutigen Tag, so sieht es hier aus. Und da kommen wir auch gleich zu den Nachrichten, denn man hat ein bisschen schlechtere Prognosen vorhergesagt. So, ich gehe mal da vorne hin und dann gibt es die offiziellen Nachrichten. Es werden Corona-Gesetze jetzt erlassen, damit die Gerichte nichts mehr aufheben können. Also man ist da genauso schlau wie woanders auf der Welt und versucht, diesen Rechtsweg auszuschalten. Die Kanaren würden eine Rückführung von den minderjährigen jugendlichen Migranten zustimmen. Corona-Zahlen sind weiterhin rückläufig. Dann gibt es Hilfen für La Palma, die natürlich sehr gebeutelt sind von der Landwirtschaft und vom Tourismus. Decathlon, der ja, große Versand oder Supermarkt hier für Sportartikel, ruft Müsli-Riegel zurück. Mercadona öffnet auf Teneriffa einen neuen Laden. Und ein positiv getesteter Brite, der ist am Flughafen von Teneriffa ganz einfach stiften gegangen, hat man aber erwischt. Der wollte sich ein neues Ticket kaufen, hat man ihn am Flughafen erwischt. Ja, und 30% Reservierungen nur für Oktober, das sind also schon etwas schlechtere Ausblicke. Und mehr Arbeitslose, das sind die Schlagzeilen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann müsst ihr ganz einfach auf den Quellennachweis gehen, den Link öffnen und dann die betreffende Schlagzeile suchen und dann den Artikel dazu lesen. Ganz einfach. So, an dieser Stelle auch nochmals vielen Dank fürs Abonnieren, fürs Teilen, Weiterleiten der Videos, für die Kommentare und deren Beantwortung, auch im Namen von der Connelsi. Ist gerade wieder dabei, Land und Leute. Ja, und dann geht es auch immer zusätzlich noch um Restaurants, ums Essen gehen. Das ist ein wichtiges Thema. Das wird sie aufgreifen. Und die Bilder von Victor, die zeigen wir euch am kommenden Freitag. Und zwar am Leuchtturm Faro de Maspalomas. Links davon, wenn man auf den Leuchtturm sieht, vom Meer aus gesehen, links davon. Und da könnt ihr euch die Sachen ansehen und wer möchte auch käuflich erwerben, um einen kanarischen Künstler auch ein bisschen zu unterstützen. Alles Einzelstücke und alles kanarische Motive. So, weiter geht's in der kleinen Ausflugsreise Realität. So, und jetzt mal den Eingang von dieser Seite aus. So, und hier auf dem Rückweg an der Sita vorbei, Einkaufszentrum. Sita ist ja eines der ältesten hier im Süden von Gran Canaria und viele Kritiker im Moment, aber es gehört eben auch dazu und es gehört hier mit hin. Und wir schauen ganz einfach mal rein,
was da so los ist. Ja, wir machen nur einen kleinen Rundgang. Ich bin nämlich interessiert, unser deutscher Supermarkt. Und wir teilen das auf, dass es nicht so eintönig wird hier des Skandals. Den Laden gibt es noch. Und den hier, da war ich schon vor 30 Jahren drin. Der hat schöne Steinsachen hier. Den gibt es schon ewig und drei Tage, wie man so schön sagt. So, hier im Untergeschoss ist auch ein bisschen Bewegung. Ich meine, der eine Laden macht auf, der andere macht zu. Es wird auf Dauer nicht viel Veränderungen geben. Ja, und wenn ihr deutsche Produkte sucht, wenn doch mal was fehlt, es geht ja auch um die Menschen, die hier dann länger leben, die brauchen mal ein bisschen Soßenpulver oder ein bisschen verschiedene, ja, Kräuter, Gewürze, die man von zu Hause kennt, dann zeige ich euch mal, wo es da lang geht. So, hier links kommt eigentlich der Haupteingang. Da ist auch der große Supermarkt und der Schmuckhändler direkt an der Ecke. Da vorne ist der Supermarkt, hier der Eingang. Und hier der Goldcreme. Und hier steht der VW Käfer auf der Terrasse. Immer ein beliebtes Fotomotiv. So, und hier geradeaus nochmal am Käfer vorbei. So, und einmal hier um die Ecke rum, also ich bin parallel gegangen, hier ist der deutsche Supermarkt, über den wir natürlich schon mal hier berichtet haben. Hier könnt ihr die Sachen kaufen, die es sonst im deutschen Supermärkten gibt. So, aber kein Besuch heute, nur mal ein bisschen ein Einblick, Überblick. So, hier mal die Treppe nach oben. Der schöne große und vor allen Dingen richtig hergerichtete Grimaldi Schmuckladen. Ja, und Marco Polo da vorne, das italienische Restaurant, die werden wohl auch bald wieder öffnen. So, und wie ich gerade im Vorbeigehen gehört und gesehen habe, ist da auch schon Bewegung. Wir werden darüber berichten. Marco Polo, eine gute Adresse, wenn es ums Essen geht. So, und hier ist der Martin mit seiner Machbar. Martin von Radio Primavera. Ihr kennt ihn sicher alle. Hier hat er seinen gastronomischen Betrieb. So, und ich hatte gerade ein Gespräch natürlich mit dem Wachmann, den ich auch hier zwei, dreimal schon mal gesehen habe. Und er sagt, ich soll natürlich kommen und filmen, wenn hier die Hauptzeit ist, also 17 Uhr oder am Wochenende, ganz klar. Aber es geht ja nicht darum, um zu zeigen, was hier los ist, sondern welche Geschäfte geöffnet haben. Und viele wollen das vielleicht auch gar nicht. So, und wir gehen weiter jetzt hier. Wir gehen jetzt wieder raus. Die kleine Aufnahme beendet. Das war jetzt nur ein kurzer Einblick hier. Übrigens, hier kann man auch gut Sachen kaufen. T
T-Shirts, Hosen, Schuhe. Gute Qualität und auch gute Preise. So, hier sind wir wieder am schiefen Turm von Pisa, ist der Eingang hier. Und ich werde mich jetzt auch verabschieden an dieser Stelle hier, denn es gibt noch ein kleines Interview, das habe ich am Wochenende aufgenommen mit dem Klaus vom Sandy Beach. Und das hänge ich ganz einfach jetzt noch hinten mit ran. Ja, ein Bus nach dem anderen hier. Ich sage hasta luego.